können nicht den. Egal, wir starten. Perfekt. Ich dachte eigentlich, ich muss heute noch. Oh, danke, Tom. Oh, das könnte spannend werden. Das könnte witzig werden. Russe, Italiener, Deutscher. Warte, was bin ich? Soll ich auf Luft gehen? Ja, du gehst auf Luft. Du bist Russe. Okay. Machst du auch die Infanterie? Kann ich machen. Okay. So. Ich werde angeschrieben. Endlich wieder ein Livestream schreiben die Leute. Das freut mich auch. Das ist halt, ich bin ganz selten an meinem Rechner, aber der Sound ist ein bisschen laut. So. Ich glaube so drei Stukas und eine Messerschmitt reichen. Ja, aber sowas vielleicht am besten immer schreiben, weil du weißt ja, der Feind hört mit. Also im Regelfall hört der Feind mit. Ich gehe einfach immer schon davon aus, dass der Feind mithört. Das T, dieses T, jetzt erinnert es mich irgendwie an dieses Nazi-Telefon da bei der Atlantikwahl. Feind hört mit. Oh. Komm. Ich der Feind merkt es nicht. Ja gut, oh, das war die Kaserne. Da wäre das Nachschubdepot da hinten geiler gewesen. Egal, 10 Dollar sind ja, 10 Dollar. Ja, ich habe gedacht, der fährt. Ich habe jetzt nicht. Ich habe vergessen, dass die Bugs hier immer den schnellsten Weg nehmen. Ich habe gedacht, die nehmen den dümmsten Weg und ist jetzt so außen rumgefahren. Ja. Ah, das war jetzt ärgerlich. Mal noch kurz gucken, ob mein Mikrofon übersteuert. Nein, ist nicht. Wunderbar. Alles gut eingestellt. Weil das merke ich dann immer nach dem Livestream, so dass ich 3 Stunden lang gerade eben gelivestreamt habe, aber die Tonqualität dann einfach kacke war. Ich brauche noch kurz ein bisschen für den Aufklärer. Ja, weil sonst mein KV nicht so geil, aber... Ja, wir haben eine, also mit Deutschland und Russland, ist eine ganz nette Kombi, also da kann man sich kaum beschweren. Ja, außer der Italiener kommt gleich von der Seite. Das stimmt. Was mich irgendwie gerade skeptisch. Ach, Yannick ist auch da, also vielen Dank, kam nicht von mir. Ich schätze mal, es kommt von Yannick. Ups. Die kompetente Stimme von Heiko. War das jetzt Ironie oder? Also ich meine, ich gehe schon davon aus, dass die Leute mich beleidigen. Ah, und natürlich baut er eine Artillerieposition, was aber nicht weiter schlimm ist. Meine, ist gleich weg. Oh, da kommt die Luft, da kommt. Ja, fand ich Luft. Der italienische. Alles kein Stress. Achtung, feindliche Luftwaffe. Ja. Aber deine alle echt. Luftwaffe hilft mir. Ja. Gut, die 2 Flieger verliert auf jeden Fall. Keine Chance. Sind tot. Nice, perfekt. Der Move war gut. So. Der Aufklärer hier links, der sollte. Gerade. Achso, okay. Ja, aber der sollte mir die Sicht ermöglichen, weil ich damit KVs vorrück und jetzt auch noch einen zweiten produziere. Ja. Das war. Der große kommt durch die Stadt. Ja, das kann ich unter Umständen mit T26 verhindern. Schick mir da noch ein, zwei Infanterie rein. Ich stelle T26 an die Ende von, ans Ende der Straße. Und dann sollte er, sofern er Aufklärung hat, da denke ich mal durchkommen. Sollten wir uns aber von der Artilleriestellung nicht zu sehr triggern lassen, weil de facto richtet die keinen Schaden an. Die nervt nur ein bisschen. Ja, kenne ich ja. Gut, das, was ich mir am Wochenende jetzt angeschaut habe wieder. Was? Diese richtig lange Runde, wo du Russe warst mit dieser Mod. Ja, ich habe mir neulich dieses Quartiermassaker mal wieder angeguckt. Das war ja, auch das geil. Das habe ich mir auch heute angeguckt. Das würde mir okay, aber... Das war jetzt dumm, was ich gemacht habe. Ja, das ist nicht so wichtig. Ja genau, wir bräuchten vielleicht mal Aufklärung auf der rechten Flanke. Ich versuche mal meinen KV wieder zurückzuziehen, ich bin ein bisschen defensiver. Wir haben ja, ich sag mal, einen gewissen Vorteil. Wir sollten es einfach ausbauen. Wir konzentrieren uns jetzt primär darauf, die Stadt zurückzuerobern und die Flanken zu sichern und, Moment, ich schreib's dir. Ich könnte einen Aufklärer, also, so. Ja, den krieg ich dann. Kann ich machen. Ja, das ist jetzt mein kurzfristiger Plan. Also die Sicherung der Stadt als offensives Ziel generell Plasma haben zu halten. Ja, mein Plan ist immer Bombe. Wir dürfen ja, halt die Luftüberlegenheit nicht verlieren. Das wäre schon mal ganz schlecht. Glaub, aber die haben wir, glaube ich. Also wir haben ja... Ich glaube, die italienischen Dinger, diese italienischen Krüppeldinger da sind schlechter als meine. Okay, wenn der Feind jetzt anfängt Nachschubdepots zu bauen, dann heißt es für uns... Achtung, da ist ein... Ja, richtig.
Perfekt. Nice, 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 nice. Oh, ja, das tut weh. Und vielleicht kriegst du einen Flieger sogar raus. Ja, der geht raus. Nice. Okay, das war auf jeden Fall richtig schmerzhaft für den Feind. Oh, fuck, nein, über die 30. Ah, der stürzt ab. Nee, kommt durch. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass meine T26, du solltest deine Infanterie vielleicht da vorne positionieren. Unter anderem deswegen, dass die Artillerie nicht drauf schießen kann, wenn die schießt auf meine Panzer. Ich glaube, da steht Infanterie. Da steht schon Infanterie. Ich dachte, ich meine jetzt überhaupt nicht, stand nur hier, Achtung, links kommt eine Luftwaffe, die mir mein Nachschub die Putze säbelt hat. Kacke. Okay, das war jetzt blöd. Sorry. Warte, ich hole ihn mir. Nein. Ja, dass AA verteilt werden sollte. Ich habe AA verteilt. Also die... Ich habe AA verteilt. Gott, das ist schon wieder so ein Zitat, das von mir verhüpft. ja, die ist verteilt. Also so weit verteilt, dass eine einzelne Artillerie hier nichts auslöscht. Aber das da links tat gerade weh. Kacke. Egal, machen wir nochmal dasselbe. Oder jetzt auch mal eine Kaserne. Ich meine, warum habe ich eigentlich keine Kaserne? Ich bin Russe. Ach ja, ich liebe Rus. Mit seinen Auto-Attack, ich konnte gerade nichts machen. Ah, das ist blöd. Gut, wir liegen noch vorne, aber wir sollten jetzt uns nicht noch mehr Schnitzer erlauben. Ja, das war gerade der Auto-Attack. Ich gehe dem Feind mal auf den Sack. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht finanziell in Rückstand geraten. Heiko, ich hab AA verteilt. Ja, das Zitat geht jetzt schon. Achtung, da kommen Flieger. Ja, ich tarn's diesmal einfach gleich. Nur die Frage ab wann. Du besiegst sie doch im normalen Kampf, oder? Die sind genauso gleich stark. Ah, okay, blöd. Ja, diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Lieber einmal eine Tarnlisch zu viel raushauen. Den kann ich aber... Den tarn ich auch. Und auf der anderen Seite kann ich lieber auch. Die Luftwaffe, Luftabwehr rückt nach, zusammen mit ihren Aufklärern. Mhm. Das ist... Ich habe Artillerie gebaut. Wir haben Rechtsaufklärung. Gut, nicht, dass die da auf einmal durchlaufen. Das ist nämlich so eine Sache, die passiert mir regelmäßig. Merken. Okay, sieht so aus, ob das hier nicht schaden könnte. Was der Feind da macht, verstehe ich nicht ganz. Ah, er will meine Pack ausschalten. In dem Fall geht es ihm wohl echt tierisch auf den Sack, wenn er dafür zwei Flieger riskiert. Und den einer mindestens nicht zurückkommt. Nee, die kommen beide nicht zurück. Ja. Ja, ich verteile mal selber noch ein bisschen Aufklärung. Du weißt, ich bin immer ein bisschen paranoid aufgrund von sehr, sehr schlechten Erfahrungen. Bezüglich mir auch einmal? Ja, bestimmt. Also eigentlich hat mich inzwischen jeder schon mal irgendwie über den Haufen gerannt oder so. Ich bin 20. Oh Gott. Ich weiß so früher, haben mich gefragt, wie alt bist du? Und ich so, ah, ich bin 15. Also boah, 50, ich hab dich 20 geschätzt. Jetzt bin ich halt wirklich 20. Und... Bist schon alt. Bin richtig alt. Also mein 20. Geburtstag war der erste, auf den ich mich nicht mehr gefreut habe. Ach, rechts kommt Flieger. Nice, sehr gut. Aber der Feind will dich abfangen. Also, zieh die Stuttgarter raus, die gewinnt da nix. Ja, ich... Ja, alles gut. Der Entwickler, der den Auto-Attack erfunden hat, bei Roos Kurt geschlagen. Ja, vor allem bei Fliegern, der ist ganz schlimm. Was wir mal machen. So. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Heiko? Ja. Kannst du mir vielleicht hier eine Abwehr hinstellen? Ich kann nicht. Verteile mal ein bisschen. Danke. Okay, wir haben es gleich 42. Dann nehme ich mir die Stadt zurück. Ich habe es gerade versucht, aber es waren zu viele. Ja, ich gehe dann auch mal noch zusätzlich auf Luftwaffe, weil wir haben ja anscheinend eine gute Luftüberlegenheit. Die ist konstant. Ich helfe dir übrigens im Stadtkampf mit meinen T26 so gut ich kann.
Warte, warte, warte. Noch ein Stück weiter. Ja, ich muss nur aufpassen, dass die halt. Die dürfen halt keinen Millimeter falsch stehen, sonst bringt das alles nichts mehr. Passt. Okay. Und ja, man kann mit Panzern in Städten kämpfen. Das macht sogar regelmäßig Sinn, aber ganz oft macht es halt keinen Sinn. Hat jetzt nicht der Italiener eine bessere Ding? Weiß ich nicht, aber ich habe gute Jagdbomber gegen einen feindlichen Tiger und so. Soll ich berichten? Du, ja, ja, auf jeden Fall. Das werden die Gegner aber auch machen, garantiert. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in Artillerieunterlegenheit kommen. Ganz diese Gruppe. Ja, stimmt jetzt. Unter Umständen verliere ich meine Artillerie jetzt. Jupp, die ist tot. Nee. Eine Salve überlebt sie noch. Was mir hier in die Kommentare geschrieben wurde, ist nicht mal so schlecht. Ja. Buenos Matches, oh Gott, Spanisch. Okay, Stadt wäre wichtig, weil wenn wir die Stadt haben, kann ich mit gepanzerter Artillerie vorrücken und die feindliche Artillerie endgültig auslöschen. Mir geht mit tierisch auf die Eier. Was war's? Kommen wir mal gegen die Spinnen. Ja, es geht auf jeden Fall in der nächsten Schlacht. Und ansonsten braucht man halt ein bisschen Glück. Also ich spiel schon ab und zu. Also wenn ich Rouge spiele, lasse ich je mitspielen. Spaß. Oh, nice. Ah ja, schießen mir meine Nachschub die Brust kaputt, ich glaub's, ne? Ich weiß es nicht, ob das... Boah, das war nicht sinnvoll, ne. Ich dachte nicht, dass die so einen krassen Wenderadius haben. Außer wenn die Stummerweg zurückkommt. Okay, es hat sich um 5 Dollar gelohnt, yay! Und da wir überlegen sind, waren das sehr sinnvolle 5 Dollar. Ich überlege gerade, ob ich. Na, wobei, dann riskiere ich die gesamte Luftwaffe, wenn ich das mache. Aber er kommt immer näher. Übrigens, in T26 würde ich langsam rausziehen. Warum? Er braucht nur mit bei der Infanterie mal einfach vorgehen und schon ist er weg. Ach so, ja, okay, ich ziehe wieder zurück. Teilen wir noch ein bisschen mehr Luftabwehr. Im Fall der Fälle. Ja, die kommen durch. Boah, der hat echt ein bisschen Luftabwehr gesammelt. Ich muss Ding reinhauen, Funkstelle. Ja, passt. Die Artillerie ist nämlich echt penetrant von dem Gegner. So gesehen kann man Rouge als reine Wirtschaftlichkeitsrechnung teilweise ansehen. So wie man was optimalerweise benutzt. Okay, der Feind kommt mit Luftwaffe. Meine Luftwaffe befindet sich gerade auf dem Rückzug. Ja, meine Luftabwehr steht. Schießt alles kurz und klein, was sie sieht. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, das war trotzdem nicht so effizient, wie es jetzt sein sollen. Oder können. Wenn wir jetzt den einen noch abschießen. Ja, gut, okay, perfekt. Gelohnt. Sehr schön, sehr schön. Ich hab nur eine Messerschmitt verloren. Okay, ich habe gerade eben 10 Dollar ausgeschalten mit Sturmowix. Das war so nicht geplant. Aber wenn es gut läuft, verfolgt mich der Gegner jetzt. Okay, hat er nicht getan. Einziges Problem an der Sache ist jetzt nur folgendes. Erstmal gewinne ich hier den Kampf definitiv, weil meine Einheit im Wald steht. Ich habe meine Luftabwehr jetzt stehen lassen und die war so schön verteilt überall. Und jetzt muss ich die manuell positionieren. Der rechts ist übrigens ein Tiger, der mir ein bisschen Sorgen macht. Naja, kommt schon. Ich vielleicht mal einen oder anderen Sturmweg. Ah ne, ist kein Tiger, das ist ein KV. So, das ist KV gegen KV. Das bedeutet theoretisch, wenn ich da jetzt... Okay, ich kann auch von der... Zu spät. Ja, ich hätte mich nur mit meinem Panzeraufklärer einmal draufschießen müssen. Dann hätte ich den einen... Komm, das bisschen Vorteil gehabt.
damit ich den Kampf gewonnen hätte. Das ist halt immer geil, wenn Einheiten komplett identisch sind. Kann so ein Artillerieschuss einen Unterschied ausmachen. Kann man sich anmelden, ja, mehr oder weniger. Kurz vor 11, Late Night. Ja, es ist unter der Woche, kommt schon, Leute, es ist spät. Normalerweise hätte ich es um 3 Uhr morgens machen müssen, aber ich muss mir einen kreativen Namen überlegen. Oh, woher kommt... Ach. Mein Aufklärer wurde gerade vom Himmel gepustet, mehr oder weniger. Das ist natürlich nicht optimal. Er lebt noch, er ist nur gerade auf dem Rückzug. Er hat 3 Flugfelder, der Italiener, und kommt jetzt mit Panzern. Okay. Denk mal, wird mir gleich... Mein Kübelwagen hat's jetzt erwischt, den darf ich auch ersetzen. Der Feind geht nur ziemlich tierisch auf Artillerie, was mir ja durchaus auf den Sack geht. Aber da könnte man mit einem gezielten Luftangriff rein und die platt machen. Wenn ich was sehen würde? Ja, dafür brauchst du ja nur Luftaufklärer. Also ich brauche einmal kurz nur... Na, der schießt ja gleich hier die Art Ding weg. Welches ist der weg? Du meinst mein Nachschubdepot? Das ist durchaus nicht so schlimm. Ich meine, meine Kaserne kann er mir durchaus zerstören. Das ist relativ wurscht, da baue ich gleich mal eine neue. Schade, dass du... Wärst du anders geflogen, würdest du den... Nee, den behältst du, glaube ich. Ich behalte ihn, ja, ich behalte ihn. Ja. Ah, mit dem SC. Im SC-Kfz-Forsch auch eine gute Idee. Ja. Geh mal mit. Ja, mach ich gerade. Ich setz mal meine Luftwaffe an. Wenn der mir jetzt echt noch meinen Flieger zerstört, dann bin ich richtig pissig. Der hat mir wirklich noch meinen Sturmweg zerlegt. Ja, der Angriff hat sich, glaube ich, trotzdem gelohnt, wenn man bedenkt, was ich da abgeschossen habe. Oh, nice! Das mit der Artillerie hätte ich was gesagt, da wäre ich mit. Eins. Nur einen Flieger verloren, oder? Zwei verlierst vielleicht, aber der Feind verliert jetzt auch noch Flieger. Ah, ne, er verliert Flieger. Doch, er verliert nur einen, wenn überhaupt. Jetzt hat sie geschickt rausgezogen, kacke. Egal. Ja, das war... Das tat auf jeden Fall weh. So, wir sollten uns so lang... auf der anderen? Sollten nur langsam sich überlegen, wie wir gewinnen wollen. Schick du deine Panzer, schick du deine T-34 erst was wir jetzt machen, wir gehen kurz ein bisschen taktisch vor. Ich schicke einen Luftaufklärer hoch und wir sichern endlich mal die Stadt, weil es geht mir tierisch auf den Sack, dass wir die immer noch nicht haben. Achso, ja, warte, den schicke ich gerade hoch. Ja, ich habe auch einen. Und wenn wir das erledigt haben, dann gehen wir am besten über alle Flanken und machen die Gegner einfach platt. Das Problem ist halt nur gerade, er kommt. Heiko? Busse kommt. Ja, ja. Ich hab gerade eben meinen Luftaufklärer verloren. Achtung, halt ein Luftaufklärer ja auf richtiger Distanz, sonst. Naja. Hast du da ganz schnell ein Problem. Losbannern. Ich schick dir 1, 2. Der Jagdbomber wäre nice. Ich schicke mich auch noch welche drauf. Wenn ich die feindliche Artillerie ein bisschen, feindliche Luftabwehr ein bisschen mit weg. Artillerie bombardier. Jetzt müsstest du vorwärts mit deinem T-34. Geh ich auch. Wir können auch gleichzeitig über die rechte Flanke los. Das können die nämlich, können die Front nicht halten, wir haben mehr Truppen als die. Wenn wir mehrere Fronten angreifen, dann können Flieger halt links halten, die haben, aber die haben ziemlich viele Jagdflieger, kaum Jagdbomber. Ganz ehrlich, ich hole mir jetzt die Stadt, der bringt mir da gerade so schön viel rein. Ja, ich habe mal noch einen Fanatismus und einen Blitz drauf und dann mache ich da gleich mit. Aber damit rechnet er jetzt nämlich nicht. Das ist nämlich so ein Angriff, der als quasi Panzerangriff getarnt wurde und jetzt gehen wir halt mit T-34 durch. Also im Stil von der Gegner hat jetzt gedacht, okay, er wird mit den Panzern allerhöchst die KVs ausschalten, aber ich bezweifle, dass er daran gedacht hat, dass ich einfach durchfahre, damit jetzt die Luftabwehr zu säbel. Wobei ich die KVs da unbedingt noch ausschalten sollte, weil sonst, wenn die sich nämlich raffen, wird es ganz eklig. Okay, jetzt geht's weiter. Ah, okay. Okay, Da war ich jetzt etwas gierig mit meinen Stunden. Alles gut. So. Wenn wir da jetzt durchgehen, können wir richtig aufräumen. Kommt der... Sollten nur aufpassen, dass unsere Panzer nicht von Infanterie überrannt werden, das wäre jetzt ganz schlecht.
muss mich gerade mal kurz um die Italiener kümmern. So, ist ein bisschen Micromanagement, Geschwindigkeit ist wichtig, aber ich glaube, das haben wir gewonnen. Aber oh, wir haben halt immer noch nicht die Stadt. Oh, mein Aufklärer wurde getötet. Okay, der Feind hat eine Panzerabwehrbasis, die sollten wir unter Umständen zügig erledigen. Wahrscheinlich automatisch waren auf Gebäude. Einen Messerschmitt ja. Verloren. Ja, das ist GG. Also ich komme falsch um Jäger in meine Basis. Wobei, ich glaube, selbst dann gewinnen wir noch. Wie, es kommt falsch um Jäger in deine Basis? Ja, keine Ahnung, es kommen immer falsche Jäger in meine Basis, kurz bevor ich gewinne. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ein großes Gesetz? Ja, so kann man sich noch einen Namen überlegen. Ey, das ist dann nochmal ein guter Frag-Trade. 21 Minuten? Ja, voll gut, das kann ich mal speichern, auch wenn ich wahrscheinlich das Live-Gefecht hochlade.